sich wieder aufs Neue ausbreiten. Hier drüben, mein Freund. Grüße, mein neuer Freund. Die Berührung der Göttlichen hat mich inspiriert und mir gesagt, dass ihr mit eurer Aufgabe erfolgreich wart. Ist das wahr? Seid fünffach geachtet. Ich wusste es. Ich wusste es von dem Augenblick an, da ihr von den Göttlichen geschickt wurdet. Und wahrlich, die Göttlichen haben euch noch mehr zu sagen. Folgt mir, mein junger Freund, und findet es heraus. Tretet vor und seht, was die Göttlichen euch zeigen möchten. Fürst Dagon, meine Familie war euch stets treu ergeben. Jetzt erbitte ich eure Hilfe in dieser Stunde der Not. Euer Plan wurde vereitelt. Eure Anhänger wurden zerschlagen. Und ihr kommt vor euren Herren gekrochen. Was habt ihr noch, das ihr mir anbieten könnt? Alles, was ihr wollt. Wirklich alles. Ich biete euch meine Seele, wenn ich dafür Macht bekomme. Die Macht zu herrschen. So sei es. Ich gebe euch eine Kostprobe meiner wahren Macht. Verderbt die Schreine in Torinan. Und dann macht weiter in Ersthalt. Die Sippenhochfürstin höchst selbst. Ich kann es nicht glauben. Ich kehre an mein Werk zurück. Die Verderbnis schwindet dahin. Und die Bußfertigen werden fortan noch mehr Führung brauchen als zuvor. Ihr, der von den Göttern berührte, ihr müsst die Lästerin finden und sie aufhalten. Ihre Frevel müssen enden.